In 20 Sekunden steigert ein LKW seine Geschwindigkeit gleichmäßig von 36 km pro Stunde auf 108 km pro Stunde. Berechne die Beschleunigung und die Länge des zurückgelegten Weges. Wir stellen diese GGBB so dar, von da bis da. Wir wissen, dass die Zeit T 20 Sekunden beträgt. Die Anfangsgeschwindigkeit V0 beträgt 36 km pro Stunde, das heißt 36.000 Meter pro 3.600 Sekunden, also 10 Meter pro Sekunde. Die Endgeschwindigkeit V beträgt 108 Kilometer pro Stunde, das heißt 108.000 Meter pro 3.600 Sekunden, also 30 Meter pro Sekunde. Was wir suchen, sind die Beschleunigung A, die wir in Meter pro Quadratsekunde ausdrücken, und die zurückgelegte Distanz x, die wir in Meter ausdrücken. Und um diese zwei Größen zu finden, stehen uns diese zwei Formeln einer GGBB zur Verfügung. Beginnen wir mit der Beschleunigung a. Dazu nutzen wir die erste Formel v gleich v0 plus a mal t, aus der wir schließen, dass a gleich ist zu v minus v0 geteilt durch t. Dieses v ersetzen wir durch 30, das v0 ersetzen wir durch 10 und das t ersetzen wir durch 20. Und somit finden wir als Beschleunigung a 1 Meter pro Quadratsekunde. Das ist die erste Endantwort. Die Beschleunigung dieser GGBB beträgt 1 Meter pro Quadratsekunde. Jetzt suchen wir die Distanz x und die finden wir anhand dieser zweiten Formel, in der wir x0 durch 0 ersetzen, v0 durch 10, t da und da durch 20 und a durch diesen gefundenen Wert 1. Und somit finden wir als zurückgelegte Strecke 400 Meter. Das ist die zweite Endantwort. Die gesuchte Länge beträgt 400 Meter.